Mm-hmm. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Ja, er ist auch nicht mehr ganz beisammen. Jetzt fragt er schon wieder, wer ich bin. Visitor. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Aber er ist jemand Nettes. If you should require anything. Ja, gut. Bei ihm können wir die Geste lernen. Eine Runde, ja. Bei ihm können wir auch Gegenstände kaufen. Nämlich einmal den Flammberg. Eine eigentlich ziemlich coole Waffe. Jo, die verursacht nämlich etwas Blutung. Ist sozusagen ein Blutungsclaimer. Bei ihm könnten wir den festigenden Knöchelring kaufen. Magische Pfeil und Bolzen. Ein paar Hilfsgüter und die verstärkte Zauberbarriere. My Lord made magnificent fine. He vanquished for Arcane. Und ja, jetzt wiederholt er einfach das, was er hatte. Commandeered their power with the god to sell it. The queen brought me a piece of the dark. Yeah. Is this? Where am I? Who art by whose? My lord, Ivan, Ark, King Van. Genau, wiederholt das immer wieder. Be safe on your travels. Gut, wir können jetzt wieder hier runter und links und rechts weitermachen. Also ja, hier links und rechts. Vor der Tür steht schon mal eine Wache. So. Die ist jedoch schnell ausgeschalten. Und ja, bevor ich es vergesse. Ein sehr wichtiges Detail. Spiegel. Ich habe das ganz am Anfang des Let's Plays vor, mittlerweile müssten es schon fast 90 Folgen sein, mal erwähnt, dass Spiegel noch eine besondere Rolle spielen werden. Und langsam kommen wir dieser Rolle noch auf die Spur. Gut, okay. Gehen wir mal hier durch. Ja. Du bist böse, das habe ich verstanden. Aber jetzt bist du tot. So, Truhe voraus. Keine Mimik, hat kein Schloss. Könnte aber eine Falle haben. Früher war dieser Raum sinnlos. Also hier war früher mal nichts drin, nicht mal die Truhe. Mit dem edlen Knochenstaub. So, du bist ein Ritter. Oh. Und ja. Blitz ruhig rum. Und jetzt stirb. So, du bist echt. Also du bist eine Statue, du bist keine Statue. Tja, das Problem ist, bei denen können wir den Schild nicht wirklich gut brechen. Zu Jan Stulpen fehlt ja nur noch ein Teil. Jo. Gut, hier oben ist clear. Oh ja, das ist eine gemeine Stelle. Versucht angreifen. Genau, wären wir nämlich jetzt einfach runtergeklettert,
wäre der aufgetaut und hätte uns von oben runtergestoßen. Das ist jedoch nicht so nett. So, die Jungs hier sind ungefährlich. Wichtiger ist das Leuchtfeuer, genau auf der anderen Seite dieser Tür. So, Leuchtfeuer ist entzündet. So, wir können mal kurz hier runter gucken. Hier ist wieder ein falscher Ritter. Also eine falsche Statue. Und mal wieder bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Achso, ja, das ist das dritte Königstor, was wir jetzt schon sehen. Eins war in der Festung der Riesen. Also im Wald der gefallenen Riesen. Eines war in den Shattered Woods. Wenn man der Wegkreuzung nämlich geradeaus in Richtung Ogre geht. Und eins ist jetzt hier. Wir brauchen aber erst das Symbol des Königs. So. Okay. Hier werden jetzt die Steinstatuen. Zum ersten Mal lebendig. Und mit denen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht, was das Töten angeht. Das ist egal. Da hinten ist das Leuchtfeuer, die wir spawnen. Sondern der Ort, wo wir sie töten. Ja. Au, au, au. Da ist jetzt gerade meine Zielanvisierung ausgegangen. Ja, genau, du wirst lebendig. Das ist wichtig. Ich möchte dich aber lieber hier haben. So. Dadurch aktivierst du nämlich den Golem. Und der Golem macht uns etwas Licht. So. Und jetzt macht uns der Golem Licht. Und hier könnten wir jetzt, dadurch, dass Licht ist, können wir den schüchternen Ray rufen. So, ich weiß nicht mehr, wie es hier war. Wird nur einer lebendig oder beide? Du nicht? Du auch nicht? Du wirst lebendig, gut. Dich brauchen wir nämlich hier jetzt. An der Tür. Und nur an dieser Tür hier. Oh, und ich gehe mal von der Tür lieber weg. Und guck mal, ob hier noch einer lebendig wird. Ja, du. Dich locke ich allerdings mal hier raus. Weg von jeglicher Tür und Gefahr. Komm. Gut. Wer wird von euch... Oh, ihr werdet beide lebendig. Das ist jetzt weniger schön. Das
Das Gute ist, der Raum hier ist so eine Art Safe-Korridor. Also hier machen sie nicht so viel. Wenn ich hier reingehe. So. Ja. Du noch weg. Und ich glaube, dann haben wir langsam Platz zum Tanzen. Weil ihr seid keine. Gut. Du stehst auch nicht auf. Weil jetzt kommt was richtig, richtig Ekliges. Seht ihr es? Eine Ruinenwächterin. Und die sind nicht mehr ganz so nett wie in der verlassenen Festung. Die nehmen viel lieber ihr Schild hoch. Genau. Und machen verdammt viel Schaden, wie man sehen kann. Komm her. Ey, nicht zurückziehen, das ist schlecht. Genau, das ist besser. Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht gut. Hinter der Tür ist nämlich noch eine. Jo. Also ignorieren wir die einfach mal und brechen hier unten bitte durch. Und genau wegen dem Typ hier habe ich mir auch die Fackel angezündet. So. Hier ist nämlich erst einmal wieder ein Leuchtfeuer. So. Und hier ist ta-ta-ta-ta. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark, giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you, as much as you desire. Da muss ich erst mal einen Schluck nehmen. Is dark what you wish for? Ja, das ist der neue Eid. Euren Eid widerrufen und dem Pilger der Finsternis leisten. Noch nicht. Perhaps I was wrong. No, no, just ignore me. Young undead, may the dark shine your way. Ziemlich widersprüchlich, nicht, alter Mann? Vorsicht vor Finsternis, aber Hurra für Finsternis. Gut, wir haben eine neue Rüstung gekriegt. Die will ich euch noch kurz zeigen. Also erstmal haben wir die Syan-Rüstungsteile. Das ist wichtig. Replik der Rüstung des königstreuen Ritters Syan. Diese solide gefertigte Ausrüstung bietet hohen Schutz. Sir Syan war weit und breit bekannt als der treueste Krieger im Königreich und als die Riesen angriffen, tat er hervor, um die Vorhut zu führen. Doch wurde er auf höchst unehrenhafte Art und Weise ermordet. Der König ließ Nachbildungen von Syans Kleidung anfertigen und überreichte sie vielversprechenden Rittern. Doch jeder, der es wagte, diese Rüstung anzulegen, verfiel dem Wahnsinn. Oder fiel dem Wahnsinn anheim. Und dann haben wir noch die Faram-Rüstung. Von den Forosa-Löwenrittern getragene Rüstung. Die mächtigen Löwenritter, die den Kriegsgott Faram verehrten, trugen schwere Rüstungen. Man fürchtete sie wegen ihrer enormen Zweihand-Schwertkünste. Ihr Ruhm verfiel jedoch mit dem Untergang Forosas. Also ja, Forosa haben wir schon mal gehört, nämlich bei Vengals Rüstung. Ja, vom Vengal von Forosa getragene Rüstung. Und selbst die Forosa-Löwenritter hatten vor ihm Angst.
Und ja, die Faram-Rüstung hier ist die Rüstung, die auf dem Dark Souls 2 auf dem Cover abgebildet ist und die mein erster Char mittlerweile trägt. Also mein erster Privatchar trägt eine voll aufgerüstete Faram-Rüstung, die ziemlich cool ist. Aber für Aerie hier habe ich mir die Cyan-Rüstung vorgenommen. Ich hoffe mal, wir verfallen nicht dem Wahnsinn anheim. Gut, ich würde mal sagen, bevor wir uns weiter diesen lustigen Ruin-Sentinels entgegenstellen, gibt es erst einmal wieder einen Cut. Also bis gleich.